Die Ukraine soll ein zweites Israel werden. Die Frage ist, willst du das? Ja oder nein? Was damit gemeint ist mit dem zweiten Israel, werde ich dir erklären. Im Augenblick sind wir in der Gegenoffensive. Das heißt, die Ukraine versucht, die russischen Stellungen nicht nur anzugreifen und zu überrennen, sondern ihr gesamtes Staatsgebiet inklusive der Krim, die ja schon 2014/15 dann den Besitzer gewechselt hat, zumindest sieht es ja so aus, das wieder zurückzuerobern. Wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert, sehen wir, dass vor allen Dingen eins passiert, viele, viele Menschen sterben. Wir sehen gar nichts mehr von irgendwelchen Friedensbemühungen und die Amerikaner, die lachen laut, die sagen, so gut haben wir unser Geld ja noch nie eingesetzt. Es wird kolportiert, dass inzwischen in der Ukraine insgesamt über 500.000 Menschen gestorben sind. Das ist brutal. Es wird darüber geredet, dass die Einsatzfähigkeit der russischen Armee um 50% reduziert wurde durch diesen Krieg. Und ist es nicht besonders clever von den Amerikanern, dass das mit kleinem Geldeinsatz passiert? Nur 200 Milliarden, das ist gerade mal 25% eines Jahresbudgets des US-Militärs. Das ist doch viel besser, als selbst Krieg zu führen. Kein amerikanischer Soldat muss damit in einem Sarg, geschmückt mit der amerikanischen Flagge, über den Ozean reisen. Es ist leider pervers, Freunde. Wir, weiß nicht, ob wir uns dran gewöhnen müssen, aber wir gewöhnen uns langsam an die Perversität dieser Menschen, die entscheiden, was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Ich bin jemand, der in der Schule gelernt hat, selbst zu denken. Mein Lehrer damals hat mich aufgefordert, selbst zu denken. Er hat fast jeden Tag eine Geschichte erzählt. Und jeden Tag, und nicht vergessen, damals gab es noch kein Internet, jeden Tag hat er erwartet, dass wir ihm am nächsten Tag Fragen dazu stellen. Dass wir ihm eine andere Geschichte erzählen, desselben Sachverhaltes, weil natürlich viele, gerade in der Geschichte, viele Dinge immer vom Sieger dargestellt werden und es natürlich immer eine andere Interpretation gibt. Er hat uns dazu aufgerufen, selbst zu denken, weil er gesagt hat, Freunde, ihr wisst, was damals passiert ist unter Adolf Hitler und es soll doch nie wieder dazu kommen. Er hat damals gesagt, dass viele Menschen perplex waren, als sie herausgefunden haben, was wirklich passierte. Er hat gesagt, dass viele Menschen erschüttert waren, als sie es erfahren haben. Nur, dass so viele mitgemacht haben, das war vor allem Dingen Massenpsychologie zu verdanken. Und er hat uns daher auch solche Bücher lesen lassen, wie zum Beispiel das Buch von Le Bon. Wie dem auch sei, wir wollen ja nicht über meine Schulzeit reden, sondern über das, was heute passiert. Mir fällt auf heutzutage, dass es genau so ist, wie mein Lehrer mir erzählt hatte, aus den Zeiten des Krieges. Und wir sind ja wieder im Krieg. Uns werden diese ganzen Gräueltaten doch vorenthalten. Denn ich glaube nicht, dass es irgendeinen hier gäbe, der gerade auf diesem Kanal zuguckt, der das mittragen würde. Egal wie viel er Freiheit und Demokratie liebt. Denn die Wahrheit ist, Freiheit liebe ich. Demokratie bin ich mir nicht immer so sicher. Weil Demokratie ist ja die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit. Und die Mehrheit wird ja durch kleine Geschenke wird sie ja herangezogen. Und dadurch, dass die Mehrheit verarmt wird durch die Politik, werden sie ja dann abhängig gemacht von den kleinen Geschenken und wählen dann diese Menschen, die ihnen ja wehgetan haben. Sie merken es nur nicht, weil sie veräppelt werden durch die Staatsmedien. Kommen wir zurück zur Ukraine. Das Ziel der Amerikaner ist, aus der Ukraine ein zweites Israel zu machen. Israel bedeutet, wenn du weißt, wie Israel entstanden ist, die Engländer hatten sich damals aus diesem Teil der Welt zurückgezogen. Die Engländer haben damals ihr ganzes Kolonialsystem
wie andere Länder auch. Wir sprechen gleich noch ein ganz kleines bisschen über Frankreich und die Entwicklungen in Afrika. Nur ein kleiner Appetizer, ein kleiner Appetit haben für dich. Vielleicht machen wir darüber ein Video. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du ein Video dazu einmal haben möchtest. Also, damals haben sich die Engländer zurückgezogen und haben Grenzen gezogen. Sie haben gesagt, wir tun mal Israel hier hin. Sie haben nur vergessen, dass das Land natürlich vorher schon jemand anderem gehört hat. Das waren die Freunde aus Palästina. Denn wenn du jetzt auf der Landkarte guckst, siehst du gar kein Land Palästina. Und aus diesen Gründen haben diese Brüder und Schwestern dort immer Konflikt und er wird auch nie aufhören, dieser Konflikt. Und das ist ja ungefähr dieselbe Lage, wie wir jetzt in der Ukraine vorfinden. Brüder und Schwestern fangen an, sich zu hassen, fangen an, sich zu bekriegen, teilweise in der eigenen Familie und sich zu töten. Auch diese Wunde wird nicht so schnell verheilen, vielleicht auch niemals. Vielleicht ist das ja auch das Ziel der Amerikaner. Das Ziel der Amerikaner ist immer, die Herrschaft zu erlangen. Immer ihre Form der Gerechtigkeit umzusetzen. Natürlich geht es um Geld. Natürlich geht es um Grund und Boden. Die Ukraine ist riesig groß. Russland auch. Wie schön wäre es, wenn wir Russland und die Ukraine aufteilen könnten? Wenn wir die Früchte dieser fruchtbaren Länder, wir erinnern uns, Napoleon und unser österreichischer Freund mit dem leicht komischen Schnauzbart, der wollte ja auch Richtung Osten, um dort Gebiete zu erobern, damit wir besser und sicherer leben können. Jetzt ist es so, dass die Ukraine so groß ist, dass dieser Stausee, wo dieser Damm kaputt gegangen ist. Die einen sagen, es waren die Russen. Klar, die haben ihre Verteidigungsanlagen und die eigenen Soldaten weggeschwemmt. Andere sagen, es waren die Ukrainer. Wahrscheinlich irgendein abtrünniger Ukrainer. Was auch immer. Also, du siehst, du musst wieder selbst entscheiden, wer war es denn, weil dir keiner die Sicherheit gibt, wer es denn wirklich war. Dieser Stausee ist ungefähr, zumindest vom Wasserinhalt, was ich gehört habe, korrigiere mich gerne in den Kommentaren, wenn es nicht so ist, fünfmal so groß gewesen wie der Bodensee. Der Bodensee ist ein riesiges Binnengewässer. Dann kannst du dir vorstellen, wie groß dieser Stausee war. Wahnsinn, oder? Hast du das irgendwo gelesen? Ich habe es nicht gelesen, bis auf letztens ein kleines Video, wo es jemand mir so erzählt hat, dass ich es habe glauben können. Aber wie gesagt, gib mir gerne Input. Es ist also so, dass wir natürlich ein Israel aufgebaut haben auf Sicherheitspolitik. Das heißt, der Staat Israel ist im Grunde eine große Armee. Jeder Israeli ist Teil der Armee und leistet Wehrdienst, auch die Frauen. Da es bald auch keine Männer mehr gibt in der Ukraine, ist das vorgezeichnet. Die Ukraine soll also jetzt unser Staat werden, der Soldaten am Start hat. Möglichst die ganze Bevölkerung. Es gibt ja auch schon Leute, die darüber nachdenken, wie viele Soldaten die Ukrainer denn wirklich brauchen würden, um die Russen wirklich vernichtend zu schlagen. Also, wir bauen es auf Sicherheitspolitik. Heißt, Polizei und Militär werden vorwiegend dort am Start haben. Die Bevölkerung muss natürlich auch vom Mindset her darauf vorbereitet sein. Wenn ich mir die Ukraine angucke, wie sie in Scharen für ihr Land sterben, dann muss ich konstatieren, ja, das sieht so aus, als könnte man es mit den Ukrainern machen. Die Ukrainer stehen wie ein Fels hinter ihrem Land und gehen keinen Millimeter zurück. Das scheint genauso zu sein wie bei den russischen Freunden. Die sind auch nicht, die sind auch nicht auf die Welt gekommen, um irgendwelche Kompromisse einzugehen, wenn es um ihr Land geht. Das haben, wie gesagt, schon andere Armeen erfahren. Es gab mal den Ausspruch, ich glaube, es war ein deutscher Soldat, der gesagt hat, wir töten einen Russen und es stehen 10 neue da. Dieser stetige Nachschub aus den östlichen Gebieten, der auch jetzt wieder eingesetzt hat, der verhindert
die Lösung dieses Konflikts. Es geht weiter, dass natürlich die Ukraine Partnerschaften braucht, wie die Israelis auch. Der Hauptpartner der Israelis ist logischerweise die USA. Auch hier in der Ukraine ist die USA der größte Geldgeber mit weitem Abstand. Wir haben ja gerade am Anfang des Videos darüber gesprochen, warum die sich so freuen, die Ukraine unterstützen zu dürfen. So wird ja die Gefahr einer späteren Zusammenarbeit zwischen der russischen und der chinesischen Armee verhindert, so denkt der Amerikaner, weil sie ja gar keine Angst mehr haben müssen vor der russischen Armee. Ich glaube, sie liegen da falsch, aber ich hoffe, dass sie recht haben. Das nächste ist, die Israelis liegen ganz weit vorne, schon seit vielen, vielen Jahren, im Feld der Aufklärung der Geheimdienste. Es geht also darum, möglichst schnell zu erkennen, wer dich wo eventuell gefährden könnte, damit du dagegen vorgehen kannst. Wir sehen das überall. Unfälle im Iran, irgendwelche Anlagen funktionieren irgendwie nicht mehr, explodieren sich selbst. Ja, solche Dinge passieren. Und natürlich weiß keiner, wer dahinter steckt. Auch andere arabische Staaten haben schon herausgefunden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass die Israelis ziemlich clever auf dieser Schiene sind. Und genau dasselbe müssten wir von den Ukrainern erwarten. Die Ukrainer sind sicherlich kein dummes Volk, so dass das sicherlich eine der Möglichkeiten sein wird. Das nächste ist, die Israelis sind, und wir wissen das, führend in der Technologie. Sie haben ein kleines Silicon Valley in Israel und viele israelische Firmen sind berühmt und teilweise auch berüchtigt wegen ihrer technologischen Fortschritte. Teilweise die Nummer eins in der Welt. Wir erinnern uns, dass das Unternehmen Nvidia, was jetzt ja diesen Boom ausgelöst hat, was künstliche Intelligenz angeht, dass die gerade darüber gesprochen haben, dass ihr entscheidender Vorteil besteht in diesem Kauf, den sie getätigt haben, einer kleinen israelischen Forscherbude. Das zeigt dir, welche Möglichkeiten in einem solchen Land, was stetig unter Druck ist, stecken, die wirklich daran arbeiten müssen, vorne zu sein, damit sie nicht untergehen. Das Gleiche sehen wir schon in der Ukraine. Die Ukraine hat ja jetzt schon einige Sachen geschafft, wo Beobachter, in Anführungsstrichen neutrale Beobachter, sagen, oh mein Gott, wie haben die denn das hinbekommen? Es geht um Drohnentechnologie, es geht darum, dass Raketen plötzlich 700 Kilometer weit fliegen. Wenn du in deinem Leben einmal, zum Beispiel auf Zypern gelebt hast, und früher hieß das alles in Anführungsstrichen Russen, heutzutage muss man ja sehr, sehr wohl darüber nachdenken, ob es ein Ukrainer ist, ein Russe, ein Weißrusse oder wo immer er auch herkommt. Wenn du also darüber nachdenkst, du hast mal einen russischen, in Anführungsstrichen bitte, ukrainischen, wo auch immer herkam, Mechaniker gehabt. Diese Jungs, wenn sie das Teil nicht haben, finden sie eine Lösung, das Teil so zu machen, dass es fast so gut funktioniert wie das richtige Teil. Wenn du mal ein altes Auto, einen alten Traktor, einen alten Lastwagen gehabt hast und ach, da kannst du Gott danken, wenn du einen, ja, aus diesen Ländern kommenden Mechaniker hast, weil der baut dir das Ding zusammen, weil es aus seinem Land eben so gewohnt ist, dass die mit Problemen anders umgehen als bei uns. Bei uns würde gesagt werden, tut mir leid, das Teil ist nicht mehr lieferbar, kann ich Ihnen nicht helfen. Oder das müssen wir bestellen, das dauert aber XY. Oder sie hätten gesagt, ja, das haben wir nicht. Wenn Sie es irgendwo besorgen können, dann können wir es verbauen. Das ist so die deutsche Arroganz. Im Osten sieht das anders aus. Also auch technologisch können wir das jetzt schon sehen, dass diese Entwicklung eingesetzt hat. Und daher werden die Amerikaner, nachdem sie ja fast ihren Betonflugzeugträger Zypern verloren haben, fast, ja, sie konnten ja die Türken noch überreden mit den Engländern zusammen, weil hier noch zwei englische Stützpunkte sind, eben nicht ganz über die ganze Insel damals drüber zu laufen und alles wegzunehmen. Der Flugzeugträger ist Israel im Nahen Osten. Israel hält diese Region einigermaßen in Anführungsstrichen sicher für die Amerikaner, weil die Israelis abhängig sind von den Amerikanern. Jetzt wird also auch im Osten Europas ein Israel aufgebaut, ein stetiger Front
von ein schwarzes Loch, was immer Kapital benötigt, aber was in Anführungsstrichen wir gerne geben, weil es uns ja die bösen Russen vom Leibe hält und ja, vielleicht dann ja auch genug Krieg für alle ist. Es fördert die Wirtschaft ein bisschen, weil wir ja Kriegsmaterial produzieren. Hallo Rheinmetall mit der Fabrik für Panzer in der Ukraine. Und ja, und wir können darauf warten, dass die Ukraine dann irgendwann in dem neuen Glanze, wie vorgesehen vom WEF, erstrahlt. Die Ukraine sollte nämlich der Vorzeigestaat in Europa werden für die vierte industrielle Revolution. Es ging darum, dass die Ukraine Nummer eins werden sollte in dieser ganzen Digitalisierung. Und vielleicht musst du ja, bevor du Neues entstehen lässt, erstmal Altes vollkommen zerstören. Dann können die Ukrainer ganz neu auf so ein bisschen, entschuldige meinen Sarkasmus, auf nur halb verseuchter Fläche durch die atomare Munition können sie dann neue 15-Minuten-Städte entwickeln, die dann der ganze Stolz von Europa sein werden. Wenn dir das noch nicht reicht, wenn du noch nicht verstehst, was auf dieser Welt vorgeht, dann schauen wir doch mal nach Frankreich. Wir schauen einmal nach Afrika. Es hieß doch die ganze Zeit, was ist denn eigentlich los mit den Afrikanern? Warum sind die denn so russenfreundlich? Die sind so russenfreundlich, weil die Russen ihnen, wir haben es erst jetzt wieder gesehen, bei Konferenzen, die Russen hatten ja halb Afrika eingeladen. Wir haben gesehen, dass die Afrikaner sehr russenfreundlich sind, weil die Russen ihnen Schulden erlassen, weil die Russen ihnen auch ordentlich Geld geben für die Dinge, die sie bei ihnen kaufen. Das sind sie gar nicht gewohnt. Und deswegen, weil sie es nicht gewohnt sind, hallo Frankreich, der Herr Macron hat vor wenigen Tagen erst wieder gesagt, dass die Staaten, die jetzt gerade beim Putschen sind, ob das Niger ist, ob das Mali ist, ob das Gabun ist, dass die ohne Frankreich gar nicht existieren würden. Und dass natürlich diese gegen die Franzosen gerichteten Putsche jetzt wieder zurückgedreht werden müssen. Wenn du dir vorstellst, wie reich Afrika ist, wenn du dir vorstellst, wie groß Afrika ist, frage doch mal Google nach einer realistischen Darstellung der Weltkugel. Nicht nach der, der wir gewohnt sind, die mit den Breiten und Längengraden uns vorgaukelt, ganz unterschiedliche Sichtweisen, sondern mal das echte Verhältnis. Dann siehst du, wie riesig Afrika ist. Ich habe mich, als ich vor vielen, vielen Jahren zu einer Fotosafari in Kenia und Tansania war, oder auch als ich nach Südafrika geflogen bin, habe ich mich gewundert, wie lange das dauert, wie groß das Land ist. Deswegen schau dir das einmal an. Wenn du dir überlegst, wo denn die ganzen Reichtümer Afrikas sind, ob zum Beispiel, du wirst dich fragen, wo ist denn eigentlich das Gold aus den Goldminen in Mali? Wer benutzt denn eigentlich das Uran aus den Uranminen in Niger? Wer benutzt das alles? Wo ist das alles hin? Wo ist denn das Geld? Warum sind denn diese Staaten so weit hinten auf dem Entwicklungsindex? Dann guck einfach mal nach Paris und frag mal den Herrn Macron, was er denn davon denkt. Wir haben seit 2020 Putsche gehabt in Afrika, in Niger, jetzt gerade, in Mali zweimal, in Burkina Faso zweimal, in Gabun, jetzt gerade, im Tschad, im Sudan und in Guinea. Das hat Gründe. Das hat die Gründe, dass die Menschen langsam aufstehen gegen diese Kolonialmächte. Es geht darum, dass sie aufstehen gegen das Währungsdiktat, das ihnen aufoktroyiert worden ist von ihrem Geiselnehmer, den Franzosen. Ich könnte dir, aber ich weiß nicht dann, was mir passieren wird, ich könnte dir Geschichten erzählen über diese Dinge in diesen Teilen Afrikas, da würdest du dich schütteln. Weil ich habe Freunde, die in verschiedenen Funktionen gearbeitet haben für die französischen Machthaber. Ich könnte dir Sachen erzählen, auch über eine Krankheit, die HIV heißt, die dich
nicht nur ins Nachdenken, sondern auch ins Schaudern kommen lassen würden. Ich kann dir sagen, ich wünsche Afrika, dass ich von dieser Geißel befreien kann. Denn dieser Kontinent birgt viele Chancen. Dieser Kontinent ist riesengroß und diese Menschen haben Bodenschätze, die ja alle brauchen. Deswegen werden sie ja ausgebeutet. Und wenn du mal ehrlich bist, wenn du mal wirklich ganz ehrlich bist und ein bisschen nachdenkst, wenn du zum Beispiel bei Sportveranstaltungen guckst, wer denn hier wirklich die Menschen sind, die leistungsfähiger sind, dann wirst du immer mehr dazu übergehen, zu sagen, dass Afrika vielleicht auf dem Weg ist, der Nummer 1 Kontinent zu werden. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Nur wenn du dich wunderst, dass demnächst es auch einen Krieg in Afrika gibt und wenn es dann wieder um Demokratie und Freiheit geht, dann verstehst du vielleicht langsam, dass vieles auf der Welt zusammenhängt und dass es kein Zufall ist. Es gibt hier nur Menschen, die sich wehren. Es gibt Menschen, die aufstehen. Vielleicht ein Vorbild? Soll ich zwinkern, ja oder nein? Schreib mir es in die Kommentare. Vielleicht verstehst du. Du sollst keine Gewalt anwenden. Du sollst bitte nicht putschen. Aber wähle mal anders. Geh mal zu deinem Bundestagsabgeordneten und frag ihn, warum er nicht auf seine Wähler hört. Warum er bei vielen Dingen mitgemacht hat. Warum er immer noch bei vielen Dingen mitmacht. Ich wünsche dir einen aufregenden Tag und im Gegensatz zu vielen anderen viel Frieden und Freude. Wenn du wirklich für Freiheit stehst, dann habe ich was für dich. Geh unter diesem Video auf das freie Videotraining und freue dich darüber, in diesem Training etwas zu lernen über die Möglichkeit, deine persönliche Freiheit anders zu gestalten, finanziell und lokal unabhängig zu werden. Hab viel Spaß und bis bald. Der Olli.